Es geht weiter mit Teil 2 unserer gesunden Fastfood-Reportage. Letztes Mal waren wir bei Dean and David und dieses Mal stehe ich vor dem Sans. Ich schaue mir jetzt mal an, was die hier zu bieten haben und ob das Essen hier wirklich nicht auf die Hüften geht. Was ist denn das beliebteste Gericht auf der Karte? Bei uns ist es tatsächlich, es wechselt ein bisschen ab. Mal ist es die Tomatensuppe und mal ist es die indische gelbe Linsensuppe. Also das sind die zwei und ich glaube, das lohnt sich einfach auch mal zu probieren. Dann tun wir das. Also das war jetzt wirklich richtig lecker. Die indische gelbe Linsensuppe mit der Rhabarberschorle. Super gesund, ich kann das Sans also nur empfehlen und für 4,20 Euro gar nicht mal so teuer. Aber ich will jetzt wissen, wer hinter dem Ganzen steckt. Schauen wir mal. Die Idee ist im Prinzip, wie schon gesagt, schon 16 Jahre alt. Stammt im Prinzip aus der Zeit, als in London vor allem dieses Sandwich-Thema aufkam. Da haben sich damals die ursprünglichen Gründer mal gedacht, Mensch, eigentlich können wir sowas in Stuttgart machen. Ja? Und da beide damals eben auch sehr auf ihre Ernährung geachtet haben und gesagt, Mensch, klasse, lass uns doch sowas machen, aber halt schnell, aber gesund, also mit echten Lebensmitteln. Ja, und nicht aus der Retorte, nicht aus der Tüte, sondern mit frischen Lebensmitteln. Also ich kann hier wirklich alles essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Es ist immer eine Frage der Perspektive. Schlechtes Gewissen, Hüftgold hätten wir auch, also alles, was Schokolade ist, aber ob das jetzt schlecht ist, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich kannst du bei uns alles essen, ja. Ich will jetzt wissen, ob die Gäste genauso empfinden wie ich und ob ihnen das Essen auch wirklich schmeckt. Schmeckt es denn? Es schmeckt sehr gut, ja. Wieso kommen Sie denn hier ins Sans? Also ich bin erst zum zweiten Mal da. Ich war schon mal in einer anderen Filiale, daher wusste ich aber, dass es ganz gut ist. Würde ein Burger bei McDonald's nicht besser schmecken oder irgendein anderes Fastfood-Gericht? Mir nicht, weil ich McDonald's nicht mag und ich mag auch Burger nicht. Deswegen ist Suppe eigentlich gerade das Richtige. Was ist dein Lieblingsessen hier? Flätlesuppe. Ich probiere mal querbeet durch alle Suppen und ja, bis jetzt hat mich noch nie eine enttäuscht. Ja, bisher kenne ich jetzt eigentlich nur den Linseneintopf und der ist schon mal ziemlich gut. Das war's hier im Sans. Ich bin satt. Oder bin ich das? Vielleicht bestelle ich mir noch was Kleines, weil es so lecker war. Wir sehen uns dann in Folge 3 nächstes Mal im Pockes. Das war StuGi TV News mit Saskia. Ciao!